is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes besondere Botschaft für heute. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. In einer Zeit wie dieser sollten wir nur ein Ziel im Auge haben: den Einsatz aller Mittel, die Gott bereitgestellt hat, um die Wahrheit in Menschenherzen zu pflanzen. Jeder Christ hat die Pflicht, seine Fähigkeiten bis zum Äußersten anzustrengen, um die Erkenntnis der Wahrheit überall auszubreiten. Gott hat lange gewartet und er wartet immer noch, bis die Wesen, die durch Schöpfung und Erlösung ihm gehören, auf seine Stimme hören und ihm als Kinder, die sich ihm aus Liebe unterordnen, gehorchen und sich wünschen, ihm ganz nahe zu sein und dass das Licht seines Antlitzes auf ihnen ruhe. Wir sollen die Botschaft des dritten Engels in die Welt hinaustragen, indem wir die Menschen davor warnen, das Tier und sein Bild anzubeten und indem wir sie dahin führen, ihren Platz in den Reihen derer einzunehmen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Gott hat uns nicht den Zeitpunkt offenbart, an dem die Verkündigung dieser Botschaft endet oder die Gnadenzeit abschließt. Es ist unsere Pflicht, zu wachen, zu arbeiten und zu warten und uns immerzu für die Seelen von Menschen einzusetzen, die am Umkommen sind. Jetzt, gerade jetzt, ist es für uns an der Zeit, zu wachen, zu arbeiten und zu warten. Das Ende aller Dinge ist nahe. Der Geist des Herrn wirkt, um die Wahrheit des inspirierten Wortes zu nehmen und sie der Seele aufzuprägen, damit die bekennenden Nachfolger Christi eine heilige, auf Gott ausgerichtete Freude haben, die sie anderen weitergeben können. Wir brauchen ein tieferes, stärkeres und überzeugenderes Zeugnis von der Kraft der Wahrheit, wie sie sich im praktischen Christentum derer zeigt, die an die Wahrheit zu glauben vorgeben. Wir müssen die Wahrheit in unserem Herzen eingepflanzt tragen und sie den anderen so vermitteln, wie sie in Jesus ist. Die Welt befindet sich in einer sehr ernsten Zeit, denn Menschen entscheiden gerade jetzt ihr endgültiges, ewiges Geschick. Satan und seine Engel schmieden ständig ihre Komplotte, um das Gesetz Gottes zunichte zu machen und dadurch die Menschen innerlich mit den Ketten der Sünde zu fesseln. Die Dunkelheit, die die Erde bedeckt, vertieft sich ständig. Und doch haben alle, die in Demut mit Gott zusammen den Weg gehen, nichts zu befürchten. The Lord is coming. Are you